Was geht ab? Wanger Motorsports ist hier wieder am Start. Heute geht es mal um die neue Variomatic, die ich mir gegönnt habe. Das ist eine Top-Performance-Variomatic TPR GP Moto. Habe ich mir geholt, weil ich mehr Performance aus meinem Roller rausholen möchte und meine andere Variomatic nicht ein sehr tolles Schaltverhalten hatte. Und ich würde sagen, ich mache jetzt mal ein Unboxing und wir gucken mal, was hier alles mit bei ist. So, was haben wir hier drin? Wir haben hier einmal die Variomatic an sich. Die Buchse ist dann auch mit bei. Dann gucken wir mal, was da drin ist. Kriegt man mal so Scheiße raus hier. Komm. So. Wir haben 7 Gramm Gewichte hier verbaut. Sind da Standard mit bei. Buchse. Das hier auch. So. Mit dabei ist die Riemenscheibe. Auch schon mal gut. So. Dann haben wir noch Mutter, die den Mitnehmer, Unterlegscheiben und den Stern. Das ist auch super, dass es das mit dabei ist. Dann hat man sich gleich alles neu. Und was natürlich ganz super ist, noch einen neuen Keilriemen von Top Performance. Der scheint alles gut verarbeitet zu sein. Buchse passt auch genau. Beschädigungen sind nicht vorhanden, also alles super. Ja, ich werde das gleich mal einbauen. Wie gesagt, ich habe mir diese Variomatic jetzt gekauft, weil meine alte Variomatic vom Schaltverhalten nicht sehr gut war. Und da ich auf Performance rausgehe, möchte ich natürlich auch ein gutes Ansprechverhalten haben. Und ich hoffe, dass ich das mit dieser Variomatic auch gleich erreiche. Ja, ich baue das jetzt ein und dann würde ich sagen, im nächsten Video machen wir dann eine Probefahrt damit. Ich kann euch vielleicht nochmal einen Link in der Beschreibung machen, wo ich die Variomatic her habe. Das ist nämlich von Scooter Attack. Ja, und dann auf jeden Fall danke fürs Zuschauen und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video.